Mein Name ist Ursula Öhring-Walter. Ich bin die Leiterin der Bildungsprogramme Erasmus, Comenius und Grundtvig bei der Agentur für internationale Bildungsangelegenheiten in Schaan. Das Erasmus-Programm ist eines der europäischen Bildungsprogramme. Dahinter verbirgt sich, dass die Studierenden oder die Lehrenden, Dozierenden an einer Universität oder Hochschule ins Ausland gehen, um zu studieren oder zu lehren oder ein Praktikum zu machen. Es fördert also die Mobilität im Hochschulbereich. Die Europäische Union fördert dieses Programm mit finanziellen Mitteln und wir, die Agentur für internationale Bildungsangelegenheiten, wir verwalten diese Mittel und geben sie weiter an liechtensteinische Studierende oder solche, die von Liechtenstein auswärts nach Europa gehen. 25 Jahre Jubiläum hat das Erasmus-Programm in der EU. In Liechtenstein haben wir das Erasmus-Programm seit 1995, also 17 Jahre lang. Und wir sind das erfolgreichste Land in der Beteiligung an diesem Programm, natürlich statistisch gesehen. Wir sind ja ein winziges Land, wir haben nur eine einzige Universität mit Erasmus-Charter, die also Erasmus-Studierende entsenden und aufnehmen kann. Aber prozentual gesehen ist Liechtenstein das erfolgreichste Land in Europa an der Beteiligung. Hier geht es darum, dass wir diesen Anlass feiern, dieses Jubiläum. Und ganz neu sind ja fürs neue Semester, für das neue Studienjahr, neue Studierende in der Universität eingetroffen. Die wir entsendet haben, können wir natürlich nicht hierher einladen. Also sind fremde Studierende hier, die sich hier verteilen und den Kontakt suchen zur nationalen Bevölkerung. Weil im Erasmus-Programm und wie bei allen anderen Bildungsprogrammen der EU auch, geht es ja hauptsächlich darum, dass man ins Ausland geht, dass man Kontakt knüpft mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen, mit anderen Ländern, dass man Sprachen lernt, weil das Ziel dieser Programme überhaupt die Einheit von Europa ist, also dass wir ein gesunder, erfolgreicher Wirtschaftsraum sind, dass wir Frieden haben miteinander und dass wir die beste Bildung, wenn möglich, erreichen von allen Mitmenschen hier in Europa. Mein Name ist Mirjana Matti-Schädler. Ich bin an der Universität Liechtenstein zuständig für Outgoing Students oder alle Outgoing Mobilitäten, das heißt Studenten, die ins Ausland gehen. Es ist so, dass wir eine große Gruppe von Studenten haben, die zu uns aus dem Ausland kommen, um ein Auslandssemester zu verbringen. Wir haben aber auch eine große Gruppe, die ins Ausland geht. Also das heißt, wir haben ca. 80 Partneruniversitäten und pro Partneruniversität könnte mir theoretisch 2 Studenten schicken pro Jahr und im Gegenzug 2 herkommen lassen. Die Zahlen sind jetzt nicht so groß, also wir haben, würde mal schätzen, 25 ungefähr Studenten, die ins Ausland gehen pro Semester oder pro Jahr und 25 pro Semester, die herkommen, also 50 insgesamt pro Jahr. Und dann kommen noch die regulären Studenten dazu, die einfach international, also quasi aus dem Ausland kommen, was nicht Europa ist. Das hat sich bewährt. Und es ist so, ich bin jetzt schon eine Weile an der Universität. Am Anfang war es so, dass wir eigentlich praktisch keine englischsprachigen Kurse gehabt haben. Dadurch sind nur die deutschsprachigen Studenten zu uns gekommen. Also wir haben Partnerschaften mit deutschen Unis gehabt. Das waren quasi unsere Incoming Students. Über die Zeit hinweg sind die englischsprachigen Kurse mehr geworden. Wir haben sogar 3 englischsprachige Studienprogramme. Und das ist natürlich attraktiv für unsere Austauschstudenten. Also unsere Partneruniversitäten schicken uns jetzt mittlerweile sehr gerne Studenten von überall her. Und das macht es spannend und bunt. Heute zum Beispiel feiern wir quasi Erasmus, 25 Jahre. Es ist so, dass das Programm, wie gesagt, besteht schon seit 25 Jahren. Und heute kommen unsere Studenten her, also die Incoming Students, die gerade frisch angefangen haben und auch die regulären internationalen Studierenden kommen heute an die Liga mit einem Button, wo steht, ich bin Erasmus-Student, bitte reden Sie mit mir. Und da möchte ich einfach die Bevölkerung dazu ermutigen, das auch zu tun, weil es ist einfach dazu gedacht, dass einfach unsere Studenten einfach in Kontakt kommen mit der Bevölkerung, dass einfach Land und Leute praktisch auf kleinsten, also auf dem Ligaraum schon mal kennenlernen. Ich heiße Marta und komme aus Polen. Ich studiere an der Wirtschaftsuniversität Warschau und jetzt studiere ich hier Business Administration.
Also eigentlich war diese Decision nicht so schwierig. Die Universität genießt einen guten Ruf und die Umgebung ist schön. Und hier habe ich auch Möglichkeit, mein Deutsch zu verbessern. Eigentlich am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil ich aus einer großen Stadt komme. Und hier war es für mich ein bisschen zu ruhig. Aber jetzt bin ich daran gewohnt und ich genieße die Natur und ich fühle mich hier wohl. Sie sind sehr nett und sehr hilfsbereit. Wenn ich eine Frage habe, dann antworten Sie gern. Hallo alle, ich bin Viktor, ich komme aus Bulgarien. Ich habe dort Betriebswissenschaft studiert. Meine Uni heißt Amerikanische Universität in Bulgarien. Ich habe einen Austauschprogramm hier, wie ein Erasmus-Student hier in Liechtenstein, 2009 hier gemacht. Und jetzt studiere ich hier ein Masterprogramm. Ich habe Liechtenstein gewählt für meinen Graduate Studies, für mein Masterprogramm, denn es ist eine tolle Destination. Es ist wie eine Geschichte hier. Ja. Und die Universität Liechtenstein ist eine sehr tolle Universität mit guten Professoren. Jetzt mache ich die Banking and Financial Management Programm in die Uni Machen. Und Liechtenstein ist eine gute Destination für Finance und für Banking. Und die Programme sind sehr praktisch orientiert und meine Klasse sind nicht so groß. Wir sind 25 Studenten in diesem Programm und es ist leichter für mich, mit Leuten zu kommunizieren, wenn wir nicht so groß sind. Es ist ein tolles Wetter hier und die Leute sind sehr freundlich. Wenn ich auf die Straße gehe, alle Leute sagen Hoi oder Grüß dich. Und das finde ich sehr interessant, denn ich komme aus einer großen Stadt. Meine Stadt in Bulgarien ist über 1,3 Millionen Leute und niemand sagt Hoi auf die Straße. Wenn ich hier 2009 war, ich wusste nichts über Liechtenstein. Ich kenne die schönen Berge sehen und die Leute kenne ich ein bisschen mehr und die Kultur auch. Also die Kultur war das sehr interessant für mich. Ich heiße Jarda und bin aus Tschechien. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass es so interessant wird. Ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich vom TV interviewt werde. Liechtenstein ist wie ein kleines Modell eines Staates, welches sehr gut funktioniert. Bis jetzt habe ich hier wirklich keine Nachteile entdeckt. Ebenfalls gefällt es mir, dass dieses Land so klein ist. Man bemüht sich gegenseitig zu helfen und man nimmt einander sehr ernst. Darüber bin ich sehr erfreut. Die Größe der Universität Liechtenstein ist optimal, nicht zu groß und nicht zu klein. Mir gefällt es auch sehr gut, dass die Universität auch mit Unternehmen in der Umgebung zusammenarbeitet. Man trifft als Student auf Menschen aus dem Business. Hallo, ich bin Lukas Kvasaj, ich studiere Architektur und komme aus der Slowakei. Weshalb Liechtenstein? Das war ganz spontan. Ich habe mir angesehen, welche Universitäten sich anbieten würden. Nach bestimmten Infos aus dem Internet habe ich dann Liechtenstein gewählt. Das war sehr interessant für mich. Mir gefällt Liechtenstein super. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin erst eine Woche hier, aber bis jetzt war das schon mehr, als ich erwartet habe. Ich werde hier ein Semester studieren, das heißt circa 5 Monate. Bis jetzt kenne ich den Stundenplan noch nicht, aber ich hatte bereits eine Einführung, aber das mit dem Stundenplan, das wird dann später kommen. Das Erasmus-Programm ist super, weil es den Studenten die Chance gibt, sich die Türen zur ganzen Welt zu öffnen. Ich bin Jiří Rastovský. Ich bin aus Prag nach Liechtenstein gekommen, um das Erasmus-Programm für 6 Monate zu studieren. Meine Fachrichtung liegt im Finanzbereich. Ich glaube, im finanziellen Bereich ist es eine große Tradition. Dank diesem Aufenthalt in Liechtenstein kann ich meine beruflichen Chancen erhöhen und ich gewinne viele neue Kenntnisse in meinem Bereich. Hrozně se mi tady líbí, opravdu.
Hier gefällt es mir sehr. Ein Grund, weshalb ich Liechtenstein gewählt habe, ist die wunderschöne Natur. Jeden Tag, wenn ich das Fenster öffne, sehe ich die schönen Berge und das gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Es ist einfach wunderschön hier. Ich bin sehr neugierig, wie das Studium wird. Ich bin gespannt, wo die Unterschiede des Unterrichts zwischen Tschechien und Liechtenstein liegen. Bis jetzt wurde ich sehr angenehm überrascht, wie nett und hilfsbereit die Menschen an der Uni und im ganzen Liechtenstein sind. Lidi z univerzity vůbec všech z Liechtensteinska.